Willkommen beim Eistee! Ja, hier neue Folge Mad Max. Es ist schon ein bisschen langsam eine, wie sagt man, etwas eintönige Geschichte hier. Vogelscheuchen, Lager, den Magnum Opus irgendwie upgraden. Und wobei, das wusste ich ja schon. Und, wie das Spiel ungefähr aussieht. Okay, wir müssen rüber jumpen. Ich hoffe nur, dass der ganze Schrott jetzt hier nicht im Weg ist. Ja, das geht schon. Bam. Ha. Perfekt zerstört, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir zum Mr. Rimrim. Mal schauen, wo der Typ genau steckt. Hier gibt es schon wieder die nächste Chance. Yay! Ja, ich sehe schon irgendwo Rauch dort hinten. Vielleicht ist es die Kolonne, wer weiß. Und hier sehe ich wieder eine Gratiskarre. Nein! Hat er leider geschafft, hier einzusteigen. Ich fahre noch mal rein. So. Wenn er schon so gut wie tot ist, dann können wir das ja machen, dass wir den schnell umfräsen. Okay. Dann suchen wir mal die Kolonne. Mit dem Mr. Rimrim. Hier ist die Route. Die Frage ist jetzt wieder, in welche Richtung die fahren. Fahr einfach mal ein Stückchen in diese Richtung. Und wenn wir nichts entgegenkommt. Ibrahim's convoy. It's on the move. The guards are in our favor. Ach, da drüben. Da sind sie ja. Das einzige Problem, was ich gerade habe, dass unsere Karre macht's nicht mehr allzu lange, aber. Im Prinzip kann ich wieder. Ach, nur diese Kühlerfigur noch. Kann ich eben. Ah, hier nicht. Die Karre wird gleich wieder in die Luft fliegen. Ach komm. Könnt ihr nicht einfach aussteigen, Jungs? Die kommen jetzt natürlich wieder. Hier. Ha! So, eine Kühlfigur. Fette Kralle. Nein, bauen wir noch nicht an. Weil, abgeschlossen. Ein stärkeres Teil. Die Kralle ist mit diesem Gebilde verschweißt einer monströsen Kühlerfigur. Wenn wir sie benutzen wollen, müssen wir sie erst ablösen. Da können uns wohl nur Jed und sein Wissen über Waffen helfen. Ah! Ha. Okay. Das heißt. Ach, geh doch zum Teufel hier. Das heißt, wir müssen wieder zum Jed, oder wie?
Ja, tatsächlich, der hat eine Quest. Ich glaube, bevor wir zum Jet gehen. Historisches Relikt ist wieder da oben. Gehen wir schnell zum Ballon. Weil ich möchte unbedingt diese Lager entdecken. Weil bei dem Ballon war nämlich letztes Mal auch irgendwas, weshalb wir nicht da rangekommen sind. Was ist hier drin? Aus irgendeinem Grund kamen wir da nicht ran. Okay. Ja, hier brauchen wir auch einen Tank, so wie es aussieht. Genau, Tür benötigt Explosion. Die konnten wir letztes Mal auch nicht aufmachen, weil wir keinen Tank hatten. Haben die eigentlich einen Tank dabei? Das wäre natürlich das Beste, wenn ich dem... Ne, die haben natürlich keine Tanks dabei. Also nehme ich meinen. Weil das wäre natürlich praktisch, wenn ich dem seinen Tank nehmen könnte. Und hier das Tor in die Luft jagen. Damit ich unseren Tank halt behalten kann. Weil wenn wir Pech haben, müssen wir den jetzt auch wieder tanken, den Ballon. Nur haben wir natürlich jetzt kein Saft mehr. Okay, was ist hier? Nix. Okay. Kletter, Kletter, Baby. Ne, den kannst du selber essen, den nehme ich nicht mit. Was ist hier? Wo ist der Ballon? Da hinten. So, jetzt, ich hoffe, lieber Ballon, dass du getankt bist. Einsteigen. Aufwärts. Yes. Der hat Saft. Bei dem war nur die Türe das Problem. Der Rest ist easy. Ja. Mal schauen, wo wir die Lager entdecken werden. Und ob wir sie überhaupt entdecken. Es müsste ja noch zwei Stück haben. Das sind recht viel eigentlich. Für nur ein Gebiet. Okay, hier hinten war die Festung. Ich mache jetzt eine obere Runde und eine untere Runde. Hier hinten ist eins Ölpumpenlager. Ist hier noch eine Kolonne? Das muss fast eine sein, oder? Ich denke schon. Vogelscheuche. Todesfahrt. Okay, da werden... Das haben wir schon. Ich glaube, dann gehe ich jetzt... Aha. Hier ist das zweite. Ich glaube, wir haben dann alles. Noch ein bisschen weiter runter. Hier ist nichts mehr. Okay. Genau, Fernglas ablegen. Bam, bam, bam. Hier sind sie versteckt. So, die Frage, zu welchem gehen wir zuerst? Ich glaube zu dem, oder? Dann haben wir nämlich die Vogelscheuche. Das Rennen hier. Nicht das Rennen, das... einfach die Route hier, meine ich. Und das Lager. Und dann machen wir dann das hier und dann... Und danach gehen wir, glaube ich, wieder zum Yeti, die Quest machen. Genau, und das hier müssen wir auch noch. Da ist auch noch ein Relikt dabei. Oder gehen wir da hoch? Ja, wir machen zuerst das da, weil sonst ich vergesse das hundertprozentig nachher. Hier, Shift Left, abwärts. Los, runter! Es wäre geil, wenn wir hier auch so einen Wingsuit hätten. Einfach aus dem Ballon jumpen und direkt dahin. Wobei, ohne Auto...
Bringt es auch nicht so viel. Historie, hier müsste auch noch irgendwo ein Relikt sein. Ach, schau mal. Ja, da. Wollte gerade sagen, ich schaue mich mal um, suche ein bisschen, aber das Problem hat sich schon erledigt. Ja, immerhin Schnellreisepunkt mehr. Das ist immer gut. Und hier. Hat mir sie wütend gemacht. Kann ich den hier auch? Warte mal. Da war gerade etwas zum Rausziehen. Lustigerweise sind nämlich die Sachen hier. Die sind nicht auf der Karte eingezeichnet. Im Gegensatz zu allem anderen. Gibt leider nur wenig Schrott, lohnt sich nicht wirklich. Das andere hole ich jetzt nicht auch noch. Hier kann ich mit. Irgendwie ist es schade, wenn wir das Fahrzeug einfach ausräumen. Dann kriegen wir keinen Schrott, und wenn wir das aber zerstören, in die Luft jagen und so weiter, dann kriegen wir Schrott dafür. Hallo? Ich habe wieder perfekt eingeparkt. So. Okay, was ist hier hinten? Ach, schick. Das sind nur diese Fallen. Ja, stink. Habe ich Munition? Ja, habe ich. Death. Ja, more death. Relikt. Hä? Ah, hier bist du. Hab dich gar nicht gesehen. Was machen die hier eigentlich? Ich will mal ummessern. Komm. Messer. Ja, okay, jetzt ist er kaputt. Eins von zwei. Da müsste noch irgendwo ein kleines Teilchen sein. Wahrscheinlich weiter hinten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in so eine Falle reinlatsche. Ah! Ich hab's gerade gesagt, vor zwei Sekunden. Aber ich glaube, hier ist der Ausgang, oder? Ah, nee, da, schau mal. Schaut. So, Problem gelöst. Wieder zurück. Immerhin bin ich jetzt in fast alle Fallen reingelatscht. So dass wir wahrscheinlich keine mehr triggern, aber man weiß ja nie. Vielleicht finde ich auch noch eine. Ja, hier ist eine. Okay. Gut. Alles klar, dann. Zerstöre die Ölpumpe. Ölpumpe ist cool. Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Wir hatten jetzt immer die Transferlager, wo wir die Tanks suchen mussten. Wobei die Ölpumpe ist Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, es gibt eine Ölpumpe, man zerstört die und das Problem ist gelöst. Das Lager gehört uns. Allerdings übersieht man dann eher mal die Insignien und so weiter, weil man nicht so richtig sucht. Okay. Mal schauen, was es hier alles gibt. Was ist das hier? Bringt es überhaupt was? Lagersniper-Tümmel. Ach, das waren die zwei, die wir vorher ausgeschaltet hatten. Die gehörten dann zu diesem Lager.
hier eine Schleuder. Äußere Verteidigung wäre auch schon weg. Kann ich das rammen? Okay. Hier reinzukommen war schon mal easy. Den nehme ich sehr gerne an mich. So. Okay. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ich was trinken soll. Ob ich mein Leben auffüllen soll. Aber ich hoffe, ich finde hier irgendwas. Entweder Futter oder eine Wasserquelle, damit ich halt das Wasser trinken kann. Ja, shit. Hier ist natürlich wieder ein Warcryer. Okay. Ich bekämpfe jetzt einfach hier. Dann habe ich nämlich das Problem nicht. Kann ich jetzt irgendwie diese Waffe nehmen? Das wäre geil, Mann. Ich will diese Waffe jetzt haben. Wow, jetzt wird's knapp. Und jetzt auch noch voll am Ausrasten sind hier, so, okay. Easy. Alles klar. Ach shit, da kommen die Nächsten. Nicht mal Zeit zum Trinken haben wir hier. Aber ich hätte wenigstens eigentlich Zeit gehabt für, wie heißt das? Um eine Waffe zu nehmen. Ist jetzt Ruhe? So. Trinken. So. Unser Problem ist wieder, wir haben kein Wasser mehr. Ja. Jetzt hängt er schön da, jetzt sagt er nichts mehr natürlich. Der könnte auch mal für mich ein bisschen Musik machen. Warcry ausgeschaltet, so. Jetzt, wo ist was? Wo sind die Insignien versteckt? Wo ist das Relikt versteckt? Wo ist die Ölpumpe versteckt? Und so weiter. Aber da unten habe ich eine gesehen, da. An der Wand. Okay, Schrott. 7 Schrott klingt auf jeden Fall machbar. Darunter gehe ich jetzt noch nicht. Schauen wir uns erstmal da oben um, dass wir hier alles haben. Da oben war ja nichts, oder? Nee. Hä? Nee. Okay, Eine Wasserquelle, wie schön. Natürlich wieder mit genug drin. So, bam. Aber wenn hier eine Wasserquelle ist, sind meistens die Gegner nicht weit. Okay. Insignia ist keine hier. Wow! Die Typen mit dem Schild. Ich vergesse immer, wie die ausrasten hier, die Vögel. Ja, du bist weg. Das Lustige ist, der knallt auch voll in seine eigenen Leute rein. Aua! Ja, natürlich rasten die immer gleichzeitig aus, die Vögel. Au, 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 au. Jetzt wird es langsam kritisch.
Wisst ihr? Der hat seinen eigenen umgehauen. So, Schild ist weg und ich auch. Bam. Ja, es kann ja nicht immer gut gehen. Jetzt starten wir natürlich in der Festung, nehme ich an. Wieder weit weg. Nein, wir sind im Lager drin, stimmt. Wir spawnen gar nicht so weit weg. Wir müssen einfach hier nochmal neu battlen gleich. Ja. Ja, ich muss mir Wasser beschaffen, ist das kleinste Problem. Haben wir da hier. Ah, der Tod war gerade unnötig. Ich habe die Schildbrecher, die haben mich, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal voll gehittet. Und ich glaube, ich mache mir das jetzt auch einfacher. Und werde die einfach voll wegfräsen. Ja. Hey! Ja, ihr seid auch geil. Ich will eigentlich nur... Ich komme nicht mal dazu zum Schießen, weil die... Die greifen zu schnell an. Ich versuche halt immer gleich mehrere auf einmal zu kriegen. So, jetzt aber, komm her. Die hauen schon hart zu, die Vögel. Ohne Scheiß, ich kann die nicht so schnell. Unser Leben ist wieder mal ganz am Ende, aber... So, jetzt aber. Ha! Wir haben wieder ein bisschen Leben gekriegt. Okay, Futter. Ne, die Waffe will ich gar nicht. Ich will dem sein Zeug. Ich habe wieder keine Lust zum Trinken. Ich bin wieder der Meinung, ich finde gleich irgendwo Essen. Sind hier noch irgendwo Jungs? Was geht's denn hier lang? Voll das Labyrinth, ich will eigentlich nur nach unten da zum Dingens. Okay, hier gibt's wenigstens neues Wasser, dann kann ich mich schnell auffüllen. Ba, 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 ba. So. Und wieder auffüllen. Ich glaube, die Ölpumpe, die ist dann auf der anderen Seite, aber hier drin ist vermutlich wieder irgendwas. Genau. Relikt. Wahrscheinlich ist auch irgendwo noch Schrott und vielleicht ist irgendwo noch eine Insigne. Wo wir durch müssen, ist unglaublich. Ne, den Tank brauche ich, glaube ich, nicht. Oder noch nicht. So, Schrott. Mega das Labyrinth. Ich hoffe nur, wir kommen nachher schneller raus als rein. Okay, hier ist auf jeden Fall die Pumpe. Hat's geknallt. Und was fehlt uns noch? Uns fehlt noch. Ba, ba, ba. Zwei Insignien und vier Schrott. Wow. Das ist noch einiges. Ja, immerhin gehen uns jetzt keine Gegner mehr auf die Nerven. Jetzt sollten wir das relativ. Eine habe ich schon gesehen hinter mir, eine Insigne. Ich wollte nur schnell hier rumschauen, ob ich noch was sehe. Nein. Ah ne, das war kein Insigne, das ist nur der Öltank hier. Das ist auch nichts. Hm. Ja. Wo ist denn die versteckt? Da oben auf jeden Fall. Da hinten an der Wand.
Die ist aber easy. So, dann wäre Nummer 2. Das mit dem Hüpfen und Klettern ist definitiv nicht das Ding von Max. Okay, Nummer 4. Was haben wir hier oben? Hier ist nichts. Ach, das ist der Ausgang. Ich hätte vielleicht noch die Leiter runterkicken sollen. Weil von hier sind wir gekommen. Aber macht nichts. Wenn wir Glück haben, müssen wir nicht mehr zurück. Oder nicht dringend. Schauen wir mal, was hier ist. 5 und 7. Bisschen leckeres Essen. Ja, ich glaube, denn die anderen zwei, drei Teile, die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Eventuell. Bis zum nächsten Mal. Euer Eistee. Ciao, ciao.